Hallo, herzlich willkommen in der Welt von Nothing But Nils. Ich bin Silvia Anne Müller und heute habe ich eine, beziehungsweise nein, das war gar nicht heute, das war gestern, habe ich eine liebe Kollegin und Schülerin von mir hier gehabt, die bei der letzten Schulung war es halt so, dass wir festgestellt haben, oder eigentlich, ja, das, ich mach's nochmal, das ist bescheuert. Machen wir meine Haare nochmal, so. Hallo, herzlich willkommen in der Welt von Nothing But Nils. Ich bin Silvia Anne Müller und gestern habe ich eine liebe Kollegin und Schülerin von mir da gehabt, die hat bei der letzten Schulung, da habe ich so gesagt, oh, eigentlich könnte ich ja mal jemanden noch gebrauchen, mit dem ich ein Video drehe, und dann hat sie gesagt, da an dem Tag habe ich Zeit. Ja, und das war jetzt gestern. Und ich hatte mir vorher überlegt, ja, ich habe so ein paar Sachen durchprobiert und habe dann gedacht, das probiere ich mal aus. Aber ich sage euch jetzt nicht, was das war, weil das hat nicht funktioniert. Da muss ich mir noch was anderes überlegen. Aber was funktioniert hat, ich habe, kann ich hier mal direkt rausholen, hier aus dem Schrank. Ich habe mit wie Acrylgel und Powdern, also mit klar, mit wie Acrylgel Clear und klaren Powder. Hier habe ich noch eins und hier habe ich eins in Lila. Und das, wie ich das gemacht habe, das Video kommt gleich. Das, also jetzt, bevor ich mit der Arbeit anfange. Und ich habe ja noch ein paar andere. Ich wollte euch die... Hey, jetzt ist die blöde Kacken-Neon. Genau. So, hier habe ich nämlich noch eins. Das haut man so richtig rein. Ah, das ist so mega pink. So, mit diesen ganzen Powdern, mit den ganzen, also eigentlich mit der Neon-Serie aus unseren Color-Powdern, Acryl-Powder sind das, habe ich mir quasi farbige Gele hergestellt. Ich habe euch jetzt, wie gesagt, das kommt gleich direkt im Anschluss, da zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Ihr braucht eigentlich nur eine Leerdose, ihr braucht wie Acrylgel Clear und ihr braucht halt die Color-Powder. Ich kann ja mal hier aus dem Schrank. Hier habe ich zum Beispiel eine Farbe, da habe ich was drüber geklatscht, kann die Farbe leider nicht sehen. Also ich würde jetzt sowas Dunkles würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, vielleicht, wenn man mal ein Schwarz machen will, aber eigentlich würde ich immer schöne, kräftige Farben nehmen. Warte mal, was haben wir denn hier? Das hier ist zum Beispiel Princess, das könnte man dafür nehmen, das ist ein rosa Powder und das kann man sich da reinmischen. Und dann hat man ein richtig geiles Color Gel. Da kann man super toll Farbverläufe mitmachen. Man kann damit richtig, richtig tolle Color Boomer machen. Also ihr könnt einen Unternagel bauen und dann mit dem Gel die Spitze machen, wie mit einem Weiß. Und ich habe aber alle Farben genommen, alle, die ich jetzt hier habe, und habe damit eine Marmorierung gearbeitet. Ich hatte das vorher an so einem Tipp ausprobiert und habe gedacht, boah, das ist ja geil. Und damit habe ich ihr jetzt die Modellage gemacht. Also, ich mache jetzt wie Acrylgel mit Clear und dann mache ich farbige Gele, die dann richtig wie das normale wie Acrylgel, so, aber halt in Farbe. Da habe ich jetzt einige gemacht, ja. Und ich mache jetzt noch eins in Lila. Jetzt muss ich mein Ding wieder sauber machen hier. Ich habe eine Leerdose und Clear.
und Kajagugu. Da. Mach erstmal. Dass mir da nichts reingerät. Kräftig, kräftig umrühren und achtet auch darauf, dass ihr da nicht so viele Blasen einarbeitet. Deswegen drücke ich das zum Beispiel immer möglichst fest am Rand entlang und rühre das richtig, richtig gut ein. Und man kann es auch über Nacht, jetzt im Winter zum Beispiel, auch mal auf die Heizung stellen. So, und dann wollen wir mal anfangen. Also, ihr bekommt jetzt in dem ersten Teil das Bauen des Unternagels von mir und im zweiten Teil zeige ich euch dann, wie ich auf dem Unternagel die Farben aufgetragen habe. Also zuerst, also man sieht natürlich, dass ihre Naturnägel ein bisschen arg gebeutelt sind. Sie hatte sich, also in den Schulungen arbeiten wir jetzt Corona-bedingt leider an uns selbst, beziehungsweise die Schüler arbeiten an sich selbst. Und die Schulung war jetzt gerade mal eine Woche her. Und dann hat sie sich die runtergemacht. Und sie liebt es natürlich auch, sich ihre eigenen Nägel ständig zu machen. Dementsprechend sehen die natürlich ein bisschen lecker aus. So, man sieht hier vorne an der Spitze schon eine leichte Onycholyse und am kleinen Finger sieht man die besonders stark. Und das habe ich euch jetzt gerade hier in dem Video drin gelassen, gerade dieser kleine Finger. Und da hat sich an der einen Seite richtig Naturnagel abgelöst. Also Onycholyse ist ja eine mechanische Ablösung der Nagelplatte vom Nagelbett, die jetzt keinen bakteriellen Ursprung hat, sondern einfach, es ist eine mechanische Ablösung. Das heißt, durch dieses ständige Modellage, Arbeiten, rauf, runter und starke Maniküre, ist der Naturnagel sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und deswegen hat sie da an der einen Seite, also an dem kleinen außen rechts, den Naturnagel abgelöst. Und den Naturnagel feile ich jetzt erstmal ein bisschen sauber an den Seiten, weil ich ja die Schablone dran setze, beziehungsweise die gesamte Form. So, und jetzt nehme ich mir den kleinen Finger vor. Und nehme jetzt meine Nagelhautzange und knipse das, was sich da abgelöst hat. Da kann man das wunderbar sehen, dass sich die Nagelplatte richtig abgelöst hat vom Nagelbett. Und das mache ich jetzt weg und mache das komplett sauber. Das, was ich schneiden kann, das schneide ich weg. Den Rest fräse ich mir mit meiner Diamantkugel ganz vorsichtig bis zu dem Punkt, wo es halt wieder schön festgewachsen ist, weg. Und ich muss die Drehrichtung der Kugel mit einplanen. Das heißt, ich gehe quasi quer zur Kugel über den Naturnagel und krieg ihn damit ganz sauber ausgefräst. Und das kleine Stückchen da, das fehlt mir ja gleich bei der Modellage. Also im Normalfall würde ich jetzt einer Studiokundin dort keinen langen Nagel drauf machen, aber da es ja eine Schülerin von mir ist,
und sie mit der Modellage gerne nach Hause gehen wollte, bekommt sie da auch den langen Nagel drauf. Das ist jetzt kein Problem. Ich arbeite mit Viacrylgel, also mit Polygel. Dafür muss ich natürlich den Nail Force One vorher auftragen. Nur auf die Nagelplatte, nicht aufs Nagelbett oder auf die Haut. Und jetzt mache ich ein kleines Bällchen auf diese Stelle, die ich da gerade weggefräst habe, und baue mir quasi das Nagelbett wieder voll. Also vervollständige das Nagelbett wieder, damit ich da gleich gut die Schablone drunter setzen kann. Geht mir jetzt nur um diese kleine Ecke und da setze ich dann gleich den Unternagel drauf. Dieses kleine Stückchen wird jetzt 2 Minuten in der LED ausgehärtet. Ah ne, bei Clear brauche ich eigentlich nicht so lange, da reicht eigentlich 1 Minute. Sollte man sich eigentlich immer merken, alles was Pigment hat, braucht länger, was klar ist, ist schneller fertig. So, jetzt feile ich mir meinen Rand. Ich will das natürlich jetzt nicht wieder ablösen, sondern drücke jetzt nur so ein bisschen an der Seite, damit ich die Verbindung zum Naturnagel schaffen kann und dann die Kante vorne feilen kann. So, und dann kann ich die Schablone setzen. Ich möchte eine russisch-gotische Mandel arbeiten. Das heißt, das Ende meines Nagels muss bei der russischen Mandel auf Höhe des Apex sein, bei der gotischen auf Höhe des Nagelwalls. Also je höher vorne das Ende meiner Schablone ist, desto höher wird der Nagel auch gearbeitet, desto mehr Material habe ich auch in der Mitte zur Verstärkung. Und je weiter ich die Schablone hinten öffne, desto höher geht sie vorne. Kann man sich eigentlich merken, wenn man eine russische oder eine gotische Mandel arbeiten will, immer die Schablone öffnen und möglichst weit ansetzen, dann geht die Spitze auch mehr nach vorne. Und hier kann ich euch, oder beziehungsweise jetzt zeige ich euch mal, dass der kleine Finger eigentlich ziemlich schief ist, dass der sehr schief aus dem Nagel rauswächst. Und ich habe das dann versucht, vor die Kamera so zu halten, um euch zu zeigen, dass jetzt nicht die Schablone schief dran sitzt, sondern dass der Nagel schief ist und ich den jetzt erstmal ein bisschen gerade mache. So, mit Clear Pink mache ich die Verlängerung. Bällchen absetzen, dann mit dem Holzstäbchen erstmal grob verteilen an quasi an die Naht zwischen Schablone und Naturnagel, ein bisschen nach oben auslaufen lassen und in die Länge ziehen, in die Form ziehen. Schön auf Seitenlinien achten. Komplette Schablonenlänge haben wir nicht gemacht, sondern bis XL. Und schön auslaufen lassen.
Man kann ja bei dem Polygel, das ist ja das Schöne dabei, sich alle Zeit der Welt lassen und ganz, ganz in Ruhe die Seitenlinien arbeiten. So, und dann härte ich 30 Sekunden in der LED und kann den Nagel pinschen. Achtet auch darauf, wenn ihr die Seitenlinien modelliert, schaut ruhig mal von vorne in die Schablone, genau von vorne reinschauen, dann sieht man auch, ob die Seitenlinien auf gleicher Höhe sind. Also versucht möglichst immer wenig zu feilen, gerade am Unternagel, sondern das eher lieber zu modellieren. Mein Motto ist ja immer, so modellieren, als wenn mir jemand das Feilen verboten hätte. Je weniger ich feile, desto besser für die Modellage. So, 30 Sekunden. Jetzt die Schablone entfernen. Und die Pinchklemme setzen und dann nochmal 60 mit, 60 ohne Sekunden. Und dann geht es weiter mit Teil 2.